EMP, genauer gesagt elementare Musikpädagogik, ist zum einen ein Studienfach. Man kann es inzwischen an 29 Hochschulen und Konservatorien in Deutschland studieren. Und zwar im Profil des künstlerisch-pädagogisch ausgerichteten Bachelors oder an manchen Hochschulen auch als Masterstudiengang. Zum anderen steht der Begriff der elementaren Musikpädagogik für eine Disziplin, die sich mit der Praxis und Theorie des elementaren Musizierens beschäftigt. Musik machen, mit der Stimme, also singen, sprechen, mit Instrumenten, die einfach zu handhaben sind, mit dem Körper, also zum Beispiel Body Percussion, stehen genauso im Mittelpunkt wie das Ausdrücken von Musik durch Bewegung und auch durch Tanz. Performances oder Körperarbeit machen wir einmal die Woche und ungefähr eine Stunde. Und da gibt es auch verschiedene Kategorien. Manchmal machen wir gebundene Tänze, manchmal freie, manchmal mehr was mit Schauspiel und ein andermal eben ja, Hip-Hop zum Beispiel auch. Ja, bei unserer Stuhltanz-Performance haben wir vier verschiedene Typen oder Charaktere von Mensch. Und jeder der vier hat seinen ganz eigenen Bewegungsablauf, den er immer wieder wiederholt und seinen eigenen Stuhl dabei. Und irgendwann wird es zu langweilig und die Typen bekommen Interesse an den anderen Stühlen und testen die dann und merken, oh, meine Bewegung, die funktioniert ja gar nicht mehr so. Was kann ich denn dann da verändern?